Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, hier zurück beim Fußballmanager 17. Hallo auch. Wir nähern uns dem Ende des Jahres, ist mir aufgefallen, sind schon im November. Haben in den nächsten Terminen hier noch 4 Spiele am Start, dann kommt auch schon die Weihnachtsfeier. Ja, sagen wir legen heute den Grundstein für einen Endspurt bis zur Weihnachtsfeier. Allerdings wird es mehr als schwer. Kommen 3 harte Gegner ran. Von 4, das ist die Mehrzahl, wenn man in Mathe aufgepasst hat. Und ja, wird übel auf jeden Fall. Ich habe neue Talentsterne installiert. Die fand ich eigentlich sehr hübsch. Die sind von Jojo the PG vom FMZocker.de Forum. Und ich denke, wenn ich dran denke, wie dem auch sei, ich versuche den Link in meine Videobeschreibung mit einzubauen. Wenn ich das vergessen sollte, haut mir auf die Finger, schreibt es unter das Video und dann mach ich es beim nächsten Mal oder mach es nachträglich rein, so dass es auf jeden Fall da ist. Die finde ich nämlich eigentlich mal ganz schön, die sind farblich abgehoben voneinander und man sieht irgendwie relativ schnell, wie cool und toll das doch ist. Da fällt mir auf, dass unsere Taktik super toll sein soll. Quatsch. Taktik super toll. Aber gut, wir haben einiges hier auf 5 oben, das stimmt schon. Abwehr und Abseitsfalle und Flanken ist bescheiden. Aber an der Abseitsecke arbeiten wir ja gerade. Teamwork ist ja richtig übel. Da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Besprochen haben wir mit den Spielern, glaube ich, jetzt auch schon die ganze Zeit. Ich kann keine mehr machen diese Woche. Wunderbar, wunderbar. Letztes Spiel war unser Freundschaftsspiel gegen die A-Jugend. Da sind einige Spieler mal aufgelaufen, das erste Mal für uns. War ganz interessant, aber jetzt auch nicht groß der Rede wert. Wir fangen deshalb an, endlich mit der Wochensimulation. Presse hat angemerkt, dass ich das letzte Mal irgendwie mich nicht so fit am Anfang angehört habe. Ja, durchaus, da war ich, wie gesagt, länger unterwegs. Um 4 Uhr ins Bett und um 9 Uhr habe ich irgendwie schon die Folge aufgenommen. Manchmal ist das so, außerdem bin ich immer noch ein bisschen erkältet, also das lässt hier nicht so ganz von mir ab, muss ich sagen. Joslukai hat direkt hier Punkte geholt, wie es aussieht. Hamburg SV gewinnt gegen Darmstadt 98. Hauptsponsor stellt Trainingsziel, eine Siegprämie in Aussicht. Wie sieht's aus hier? Gut, wir haben jetzt eine total schlechte Stärke, weil wir auch noch die Mannschaft gegen die A-Jugend aufgestellt haben. Aber 626, was die... Check, check, 626. Manchmal lispel ich so ein bisschen. Weiß. Mal leid. Versuche das abzustellen und deutlicher zu reden. Aber manchmal macht es keinen Sinn. Wie dem auch sei. Ich fahre wieder hier sonst wohin mit dem Thema. Wir haben eine ganz gute Saison, das wissen wir, und Alemannia Aachen geht so mittelmäßig in die Saison, sind aber gerade echt in einem Höhenflug, habe ich schon mal gesagt, sind auch ein bisschen stärker als wir, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, wie das losgeht. Topspiele: Borussia gegen Borussia, Wattenscheid gegen Schalke und Bonn gegen Viktoria Köln. Hier gerade das Borussia-Duell, das sind relativ starke Teams, also 4. Platz ist Gladbach und 1. Platz ist Dortmund. Das ist auf jeden Fall echt ein Sahnestückchen an Spiel wahrscheinlich. Gucken wir uns nachher mal rein, wie das so anfing. Hier sehen wir jetzt schön die Talentpunkte von unseren Spielern. Wunderbar. Wechseln müssen wir. Twirdi raus, rein gegen ihn hier. Dann kommt noch der Spinnrad rein, der ist im Moment ein bisschen besser in Form. Twedi hat eine 13er Form, deshalb kriegt er den Vorzug von gegenüber Wolf. Mittelfeld bringen wir rein Daniel Latkowski und Batterio. Und rechten Verteidiger nehmen wir den Jeffrey Volkmann mit. So, jetzt müssten wir eigentlich schon hier die beste Elf am Start haben. Ich gucke gerade nochmal durch. Oder ist Likisic noch ein bisschen besser hier? Nee, die tun sich nicht viel. Dann nehme ich den mit der besten Form. Haben beide die gleiche Form. Die gleiche Fitness, die gleiche Frische.
dann gewinnt einfach das aktuellere Spielerbild. Was da? Kenne ich nix. Ach hier, doch, einen haben wir noch vergessen. Pierre Merkel vorne rein. In der Hoffnung, dass er der Anknüpfer für letztes Spiel aufgehört hat und noch eine Bude macht. Strickmann. Strickmann, logischerweise muss ja auch Strickmann mit. Hätte ich hier fast einen Übergang hier. Dafür geht Kattritsch raus. Und Strickmann hat ein neues Spielerbild. Auch endlich aktualisiert. Bin dabei. Dauert, aber es nimmt langsam Form an. Am Ende der Saison habe ich vielleicht mal die Mannschaft komplett. Batterio hat an seiner Schwäche gearbeitet. Balance um 5 verbessert. Ja, super. Wunderbar. Cool gemacht. Marcel Power. Auch geiler Name, ey. Power. Power Ranger, Junge. Scouting abgeschlossen. Hauptsponsor. Wenn wir gewinnen, haben wir 2200 Euro mehr zur Verfügung, weil unser Hauptsponsor sagt, das machen wir. Ich will aber, bevor wir loslegen, noch ein Blickfeld aufnehmen. Hachi Wright. Einmal hier eins Blickfeld aufnehmen. Gucken wir uns ihn noch kurz an. Schalker Jung. Also eigentlich nichts für mich als Dortmunder. Aber hier geht es ja. Hier sind die Fans nicht böse, wenn ich den holen sollte. Das Problem wird eher sein, der will nicht zu uns kommen. Der hat eine 62 und 7er Talent. Da werden wir keine Chance haben. Wir lassen ihn trotzdem hier. Julian Wiend, Jens, hat gemeint, ich soll ihn mal beobachten. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt auch nochmal nach Spielern suche, wenn so langsam die Transferphase näher rückt. Dachte ich mir, ich gucke mal, was wir so finden. Und zwar als Nationalität, nur EU bitte. Und Abstärke 61. Machen wir mal. Realistische Transfers. Haben wir da überhaupt irgendwas? Ja, da haben wir einiges. Okay. Sortieren wir noch nach Alter. 62er Rechtsverteidiger. Der Anti-McGiervi. Der Sami Brennama. Wo konnten wir eigentlich jemanden gebrauchen am allerbesten? Was würdet ihr da sagen? Ihn hier könnten wir doch stark mitnehmen, oder? 61er mit 6 Talentpunkten. Obwohl der schon 29. Aber er könnte uns direkt weiterhelfen auch und wäre jetzt auch nicht so teuer. Das ist immer so eine Sache, ne? Wir haben jetzt auch nicht so viel Geld. Wir nehmen ihn mal ins Blickfeld auf, den Robert Flessers. Ich weiß nicht, ob es ein realer Spieler ist oder nicht, keine Ahnung. Ja doch, so viele Punkte, wie der hier hat, bei so viele Spiele, wie der hier schon gemacht hat, auf jeden Fall. Wen haben wir noch am Start? Timo Achenbach, aber der ist auch ein ehemaliger Dortmunder von vor Jahren. Ah, genau hier, 2002, 2003, war ich noch ein kleiner Bub, war ich da. Haben wir noch, wen haben wir noch? Der Björn Ziegenbein von Energie Cottbus, schönen Gruß an Krauer. Der findet den ja auch ultra geil, beziehungsweise der geht auch richtig ab beim Krauer. Hat jetzt aber leider Konkurrenz bekommen von so einem Finnen oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Novotka, genau, von Novotka. Was haben wir noch? Wir nehmen hier ihn auf jeden Fall mal auch hier mit auf. Ins Blickfeld nehmen, bitte. Den Kilianen, wie auch immer. Dann haben wir noch, er sieht da auch stark aus. Einmal mit der Frisur, aber auch mit seinen Stärken. 61er links Mittelfeld können wir gebrauchen. Hat nur ein 2er Talent. Oder 4er Talent, aber der könnte ja was für uns sein. Innenverteidiger mit 62, Dominik Rau von Saarbrücken. Nehmen wir auch mal mit. Patrick Auracher. Anderen sagen wir jetzt nicht so zu. Okay. Aber alles hier nur aus unserer Liga, ne? Oder aus Deutschland zumindest. Ich hätte irgendwie gern auch mal ganz gerne so Leute, was ich, so aus Rumänien oder so irgendwas. Da gibt es da bestimmt ein paar Ortschaften, die coole Spieler haben. Oder haben wir die einfach noch nicht, wollten wir da mal einen Scout hinschicken vielleicht? Rumänien oder so ein osteuropäisches Land. Oder von mir aus auch so San Marino oder so, wobei San Marino ist bestimmt noch selbst für uns zu schlecht. Könnt ihr mal überlegen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal langsam ins Spiel, nachdem wir noch kurz gesegelt sind. Irgendwann war hier noch, nee, das ist noch nicht, okay. Alles klar, Freunde der Nacht.
oder Freunde des Morgens oder was auch immer für Freunde ihr seid. Meine Freunde, es reicht mir schon. Alles klar, alles klar. Auf geht's gegen Alemannia Aachen. Keine Sofortberechnung bitte. Textmode. Also Jungs, raus mit euch, volle Pulle gehen und dann klappt das. Und damit rollt der Ball. Angepfiffen wurde von Thomas Pisot. Ist ein Feigling. Hoffen wir, dass er feige genug ist und also für uns positiv feige ist heute. Dennis Dovidat legt hier schön auf Daniel Hammel ab. Der verzieht aber. Erste Chance im Spiel nach 7 Minuten für Alemannia Aachen. Richtig viele Leute hier im Stadion. Guckt euch mal an hier. Die Hälfte besetzt. Ich glaube, das ist unser Rekordbesuch hier. 2200 Leute. Alemannia Aachen, Daniel Hammel wird zurückgepfiffen, obwohl es gleiche Höhe war, haben wir Glück. Er wäre vielleicht sonst durch gewesen. Einsatz stimmt, Pressing können wir vielleicht noch ein bisschen höher stellen. Ecke von rechts für Alemannia Aachen, Timo Staffelt bringt da den Ball rein. Hammel verlängert den Eckstoß am kurzen Pfosten, in der Mitte kommt Mohammed relativ unbedingt zum Kopfball, halb hoch im Kasten, schlägt er ein, 1-0 für Alemannia Aachen. 20 Minuten. Komplett verpennt hier. Nicht eine Aktion von Seiten unserer Leute gewesen. Und schon wieder Aachen am Start. Batteria verliert den Ball vor dem Strafraum gegen Hamel. Der passt direkt zu Timo Staffelt weiter und kurvt im Strafraum locker. Twierdi wie eine, ja, wie ein Pillemann. Flachschuss in die linke Ecke und Weke sieht auch nicht gut aus. 2-0. 2-0 nach 22 Minuten. Ja, das haben wir uns anders vorgestellt auf jeden Fall. Da merkt man, die Aachener haben echt eine krasse Form gerade. Joy Lars Mickels muss da seinen Schuh ausziehen und umwechseln. Und schon wieder nur Aachen. Was ist los hier? Die sind ja noch voll am Pennen alle. Eke verschätzt sich. Pettersen klärt zur Ecke. Das ist fast das 3-0 gewesen. Ich glaube, dann hätten wir auch hier aufhören können. Direkt Alt F4, ey. Latkowski kann sich auf dem rechten Flügel nicht gegen Tobias Heitz durchsetzen. Volkmar hilft ihm aber, bekommt den Ball, flankt ihn in die Mitte und da muss jetzt nur einer reinköpfen. Kopfball von Zecher, kann Pascal Nagel noch abwehren und der Anschlusstreffer durch Pierre Merkel, jawohl. 1-2 mit der ersten Chance von uns. Das ist effektiv auf jeden Fall. Lange Zeit nichts gesehen, aber dann sind sie doch hellwach da vorne. Zumindest einer hier. Ah, und Volkmar hat es auch gut gemacht. Hat da den Ball sich geholt, ey. Sie gesehen, dass sein Kumpel in Bedrängnis ist und einfach mal geholfen. So muss es sein. Trotzdem macht Alemannia Aachen hier weiter Struck. Timo Staffelt wieder mit einer Ecke. Diesmal kein Problem für Marius Weke. Auf jetzt, Jungs. Drauf da. Wird da ja wohl möglich sein, hier zu Hause irgendwie Punkte zu holen. Spinnrad wird da von Hamel gelegt und ja, Pisot pfeift nicht, weshalb Spinnrad ihn da zur Sau macht, faltet den da richtig klein, hat da Glück, dass er sich diese unnötige Gelbe abholt und nicht noch eine Rote. Also wer da so auf den Schiedsrichter zurennt, da kann ich nachvollziehen, wenn es da auch mal ein Rot gibt. Auch wenn es der eigene Spieler ist, macht man nämlich nicht. Finde ich auch im richtigen Leben echt übel scheiße. Ich hoffe, ihr seid da respektvoller gegenüber dem Schiedsrichter. Weil das ist ein Kackjob, sage ich euch. Pierre Merkel lässt sich einen Ball auf der Brust abtropfen, dreht sich und schießt ohne aufs Tor zu kommen. Ah, oh, starke Aktion, aber Pascal Nagel ist auf dem Pfosten, hat den Ball. Schade, Merkel. Doppelpack vor der Pause wäre richtig gut gewesen. Ganz, ganz stark. 1-2, da lässt sich die zweite Hälfte drauf aufbauen. Und Batterio, ja, hatte ich wohl nicht so ein gutes Händchen hier heute, ne? Dann kommt Likesic. Und Lose hat auch ein bescheidenes Spiel hier heute abgeliefert. Dann ziehen wir Latkowski auf die Seite und packen Amar Kadric rein. Ja. Gelbe Karte lassen wir noch drin. Die Hoffnung, dass er sich nicht gelb-rot abholt. Die Situation ist keinesfalls aussichtslos, Jungs. Das kriegen wir hin. Spielergespräche kritisieren. Muss man dann auch mal tun. Also wenn es schlechte Leistung gibt, dann muss man mal sagen, hier so nicht. Motivieren. Und noch ein bisschen massieren. So. Starten wir in die zweite Hälfte mit zwei neuen Spielern und hoffentlich auch neuer Hoffnung, dass wir hier noch was reißen können. Haben wir einfach gepennt am Anfang des Spiels, ne? Ich habe eine kleine neue Serie rausgebracht oder plan, die rauszubringen.
Matchday-Prognosen von FIFA. Das fand ich immer schon witzig. Und ich habe einen Kumpel, mit dem spiele ich immer FIFA. Und ja, der hat sich bereit erklärt, ein bisschen mitzumachen. Könnt ihr mal reingucken. Ich werde da noch ewig oft herumprobieren. Ihr kennt es ja schon hier vom Fußballmanager. Da habt ihr auch lang gebraucht. Und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Timo staffelt mit der Ecke jetzt hier. Schaut nach der besten Anspielstation. Bringt die Kugel hoch rein. Robin Twirdy ist da. Köpft den Ball da raus. Kein Problem. Der Leuchtturm in der Brandung. Oh nein, um Gottes Willen. Da habe ich schon... Nein, da habe ich schon hier abgeschrieben. Und der Ball ist da bei Daniel Hammel gelandet. Und der Hammel zappelt nicht lange. Wackelt nicht lange. Nimmt sich ein Herz, kloppt den rein. Scheiße, ey. Aha, jetzt rennen wir wieder zwei Toren hinterher. Florian Rüther läuft da nicht übers Spielfeld. Er gleitet, er tanzt quasi. Plötzlicher Steilpass auf Daniel Hammel. Der muss nur noch vollstrecken. Und schafft das auch mit einem wunderbaren Lupfer. Alles klar, 1-4, Ding gelaufen, ey. Es ist aber auch echt eine Achterbahn hier von Saison, ey. Mal richtig gut und mal kacken wir richtig ordentlich ab. Kurz vor dem Strafraum lässt Nikisic da Tobias Heitz austanzen und stehen und schießt aber dann genau auf Nagel drauf. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, können wir auch nochmal Leute bringen, die sonst hier nicht so am Start sind. Wer hat denn hier? Er hat noch erst einen einzigen, der David Hüsing. Ja, dann kommt er doch mal rein jetzt hier. Schlechtes Spiel hier von Twirdy. Er köpft da genau den Ball auf den Kollegen, der ihn reinhämmert. Damit sind wir Neunter. Ich würde sagen, da wird sich auch nichts ändern jetzt hier bis zum Ende des Spiels. 3 Tore in 30 Minuten. Ganz ehrlich, das schaffen unsere Jungs nicht. Bitter halt bei so einem vollen Stadion, dass man dann eine schlechte Performance hier zeigt, wie man so schön sagt. Ach Mensch, ey. Aber jetzt, Wiedenbrück gibt nicht ganz auf. Angriff über Kadric und Strickmann. Der flankt nach innen. Unsicherheiten bescheren dem Wiedenbrücker SC eine Ecke immerhin. Aber die wird gar nicht erst gezeigt. Sondern eine große Chance für Alemannia Aachen. Timo Staffelt marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lange und bekommt nur eine Ecke. Marius Wege hat den Ball da gefälscht, blockieren können. Die Ecke macht auch Timo Staffelt. Macht generell, glaube ich, ein gutes Spiel hier. Kommt aber zu kurz, kein Problem für Patterson Chato. Jetzt aber bitte nicht wieder... Genau. Lieber zur Ecke, als wieder irgendwem am Fuß da hinservieren. Nächste Ecke, Doppelecke quasi. Timo Staffelt. Nach der Ecke köpft Profetor völlig unbedrängt zu Daniel Hammel. Und der schiebt ein, ey. Der schiebt einfach ein. Dritte Bude, Hammel. 1-5, ey. 16 Tore hat der schon gekloppt. Der ist, glaube ich, auch ein Garant hier für diesen Aufstieg von Aachen. Die waren ja so lange hier unten im Keller, ey. Jetzt kommen die hier in großen Schritten Richtung oberes Tabellendrittel. Und nehmen uns mal gerade hier als Häppchen mit. So eine Kacke. Jetzt machen wir hier wieder ein bisschen defensiver alles. Ein bisschen weniger Einsatz. Abwehrreihe mal nach hinten ziehen. Sichereres Passspiel. Muss ja auch nicht sein, ey, dass wir jetzt hier noch richtig abgeschlachtet werden. Ey. Daniel Hammel passt durch 2, 3 Wiedenbrücker hindurch. Alles klar. Ey. Wer kann denn da nicht mal seinen Schenkel dahin halten? Immerhin Weke gut positioniert und kann da den Ball festpacken. Och Mensch, 1-5 bei so einem Spiel. Ich hatte so Motivation, hier was zu holen. Tobias Mohr auf der linken Seite wird da frei. Er hält den Ball von Staffelt, blankt auf Kutscharik und der köpft aus 10 Metern halb hoch links in die Ecke. Ey. Ist noch da. Entscheidend dran der Weg, kann den Ball aber nicht mehr. Hier sitzt gerade alles. Ey. Richtig übel. Jeder Schuss ein Treffer von den Aachenern. Puh, sind die stark. Alter Verwalter. Auf der Bank von Alemannia Aachen scheint man sich prächtig zu amüsieren. Trainer Fuad Kilic ist da seine Spieler zur Ordnung rufen. Die haben gewiss auch hier Handy gezockt, Fotos gemacht, Videos gedreht. Von dem Spiel hier. Mensch, Mensch, Mensch. Strickmann hat es nochmal versucht, aber der hat auch nichts mehr hier machen können. 1-6. Oh je, ey. Wie im Pokal. War es zwar Wattenscheid, aber wie im Pokal, ey. Richtig einen auf den Deckel bekommen.
Dann noch hier eine gelbe Karte für Meckern. Da gibt's 75 Euro Geldstrafe. Kann der Verein gut gebrauchen. Ja, Daniel Hammel hier ganz klar. Guckt euch das mal an, ey. 1,0 sagt ja gar nichts aus. Das ist ja noch zu schlecht eigentlich für ihn. Er hat 3 Buden gemacht, 2 Vorlagen. Spieler des Tages, würde ich sagen, in der ganzen Liga, ey. Dortmund und Gladbach trennen sich 0-0. Wattenscheid verliert zu Hause gegen Schalke 04. Bonn zu Hause gegen Viktoria Köln mit 0-4 unter die Räder gegangen. Köln FC. Die zweite gewinnt 1-0 gegen Sprockhövel. Wir verlieren richtig ordentlich. Rödinghausen und Sportfreunde siegen 1-1. Rot-Weiß Oberhausen gewinnt gegen Rot-Weiß Aalen 3-1. Und Fortuna Düsseldorf, die werden ja noch weit mehr abgeklatscht als wir hier. Weggefegt ohne Ende. 0-7 geht es aus gegen Rot-Weiß Essen. Und dann noch Werl 2-0 gegen Wuppertal. Oje, Düsseldorf ist auch hier unten drin. Richtig bitter. Was haben die denn hier für Leute? Könnten wir auch mal reingucken, oder? Der 73, achso, ich dachte gerade schon. Rensing spielt bei Düsseldorf, das habe ich auch nicht gewusst. Guten Tag, kennt man auch, ne? Durchaus bekannt. Ja, wir kennen hier noch nicht so viele von. Okay. Alles klar. Sieht jetzt auch nicht so aus, als könnte hier uns einer weiterhelfen. Wobei, er hat ein gutes Talent hier. Der Emanuel Joa. So eine schicke Frisur. Schreibe ich mir mal auf, können wir gleich mal hier mitnehmen. Joa. Auch an wie ein Song oder so. Ioha, Ioha. Den gucken wir uns mal an. Merkel muss ja irgendwann mal gehen, würde ich sagen. Tabelle gucken wir noch kurz. Vom Platz 8 auf Platz 10 runtergefallen. Alemannia Aachen hat uns überholt. Verl auch. Vorne tut sich nicht so viel. Essen schiebt sich auf den zweiten Platz. Dortmund immer noch deutlich führend mit 39 Punkten. Und da ist ja noch nicht mal Spieler des Tages geworden hier, der gute Daniel Hammel, ey. Was hat denn der Kai Dutschny gemacht? Dutschki. Gucken wir mal, was der gemacht hat. Dem Spiel hier war das dann. Dutschki. Der hat doch nur 3 Buden gemacht. Ich meine, ist auch schön und gut, aber war hier unser Kollege aber besser. Naja. Der Kicker bewertet schon mal anders als wir. Kennt man ja. Haben wir überhaupt... Nee, wir haben niemanden hier. Es wäre auch krass gewesen, wenn irgendjemand von uns hier drin gewesen wäre. Rot-Weiß Essen stellt die meisten Spieler, okay. Vorne. Schaut euch mal hier die ersten drei an, ey. 17, 16 und 15 Buden. Die haben ordentlich da gepfeffert. Merkel hat sich aber auch hochgearbeitet, hier auf dem 5. Platz. Ja, mit Leben. Hat uns leider nicht viel geholfen, sein Tor. Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit. Was ist los, ey? Gehen wir mal hier unter. Ist zwar bitter, aber mein Gott. Sind wir hier nur national? Keine? Okay. Trainerkarussell, gucken wir da rein. Tim Borowski, der alte Werder-Kollege hier. Macht hier beim SC Viktoria Hamburg. Erste Trainerstation von Tim Borowski. Ja, viel Erfolg, mein Freund. Wo kicken die denn? Und die kicken? Wo ist das hier? Oberliga Hamburg. Das ist ja richtig, auf jeden Fall. Müsste hier dann nicht auch bei... Hey, wo war das? Team ist das. Mitarbeiter. Haben wir da ein Spiel vom... Ja, guck doch mal hier. Schön. Der Tim. Lass dir gut gehen, mein Freund. Lass dir gut gehen. Ja, ist, wenn man mit denen, ne, hier, Trainerkollegen und so, das kann man den schon mal, loben auch. Gucken wir mal, wie der sich gibt. Ja, okay. 15 von 20 Punkten ist aber noch vollkommen im Rahmen. Es hat keine überragende Saison. Apropos überragende Saison, guckt mal hier rechte Seite. Pierre-Emerick Aubameyang, 21 Buden. Der nächste ist Lewandowski mit 13 Buden. Hallo, ey. Das sind mal 8 Dinger mehr gekloppt. Der geht ab, ey. Was geht hier in der Champions League ab? Gucken wir kurz durch. Ihr kennt es ja, ihr könnt... 5-0 hat Arsenal auswärts gegen Neapel gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch eine Ansage, ey. Kennt es ja, ihr könnt euch das ja angucken. Wenn es hier krasse Ergebnisse gibt, können wir sagen, okay, gucken wir uns an, aber gab es jetzt nicht unbedingt. Also weiter. Abbrechen, das fällt mir immer mal wieder schwer daran zu denken. Woche abbrechen, um Tag zu sagen zu dem Trainingsplan. Ja, hier Spitzenspiel, wieder Aubameyang getroffen. Juventus gegen Dortmund. Ich würde sagen, jetzt macht Dortmund da den ersten Platz sicher, oder? Gegen Athletic Bilbao mit der Form. Entschuldigung, irgendwie kam mir gerade was hoch.
Mit der Form machen die das. So, ist jetzt leider schon die halbe Woche vorbei. Fürs Training natürlich uncool. Training hier. Aber wir machen trotzdem Taktikabwehr. Möglichst viel. Vor allen Dingen hier hinten am Ende. Weil das sind ja unsere einzigen Termine, die wir noch frei haben hier. Machen wir hier genauso. Damit das mal hinten klappt mit der Abwehr. Es muss doch mal möglich sein, die auf 5 hoch zu bolzen. Dann zu sagen, hallo. So geht es. Bleibende, da haben wir sogar noch eins. Taktik. Ball halten. Da. Auf 3 haben wir es hochbekommen jetzt. 3 von 5. Okay. Abseitsfalle wäre vielleicht dann auch noch machbar. Sponsoring. Nach so einem Spiel kommt ein Sponsor an. Ich glaube, die haben auch PR-mäßig nichts drauf, ey, wenn die nach so einem Spiel kommen. Aber 4 Jahre? 4 Jahre, wobei, es komm. Nehmen wir mit, ey. Weiß nicht, ob da noch was Besseres kommt. Integrationsprobleme bei Marko Stojanovic. Da müssen wir uns was überlegen. Ja, leider kommt er nicht zu Potte hier. Entwicklungsprognose. Bei einer 50 angeblich hört er auf und dann geht er ab. Also abwärts, nicht ab. Und wie war hier das Entwicklungsprotokoll oder so ein Quatsch? Spielerentwicklung. Das 29 Punkte dazu, okay. Aber jetzt auf dem Level auch nichts Überragendes. Scouting abgeschlossen von Preußen Münster. Letzten Spieler auf seiner Liste hat er abgearbeitet. Mit Dennis Noll. 56 hilft uns nicht so weiter. Der Gute hat aber ein relativ ordentliches Talent. 28 ist er auch schon. Ja, leider wahrscheinlich nichts. Ansprache fehlgeschlagen. Oh, sicher, klar. Und man ist von mir enttäuscht. Ja, ich bin auch enttäuscht schon mal. So ist das Leben. Da kann man nur sagen, weitermachen einfach. Weitermachen. Europa League gucken wir auch kurz durch. 1:6. Prager gegen Amsterdam. Auf jeden Fall auch ordentlich was los gewesen. Ordentlich was los war auch in Dnipropetrovsk. Da hat nämlich Zlatan mal richtig ordentlich zugeschlagen. Zlatanisiert hier die ganze Mannschaft. 0-4, alle Buden Zlatan. Krass. Hertha gewinnt 2:1. Auch schön. Und Mainz hier echt 5 Spiele ungeschlagen. 14 Buden, 3 Gegentore nur. Also fast schon Favorit jetzt hier, Mitfavorit auf die Europa League, wenn es so weitergeht bei denen. Schalke 4-0 gewonnen, führende auch souverän, auch 5 Siege. Krass, krasse deutsche Mannschaftsleistungen hier gerade. Und naja, der ein oder andere mag sagen, ey, ja nur die Europa League, kann man auch mal hier ein bisschen. Aber nee, ey, das ist halt nicht nur die Europa League, sondern das ist einfach echt ein Sammelbecken von Mannschaften, die das Ding gewinnen wollen. Die geben da alle ihr Bestes. Ganz ehrlich, ich hab da Respekt vor. Egal, ob das jetzt aus Usbekistan oder aus Deutschland kommt, die Mannschaft, man muss da erstmal gewinnen. Okay, nächstes Spiel gegen meine Heimatstadt Siegen. Endlich nochmal Besuch zu Hause. Hier auf dem Bild sieht das Krönchen, den Turm hier, den rot-weißen Turm, der hat oben drauf, sieht man leider jetzt hier nicht, das Wahrzeichen von Siegen, so eine goldene Krone. Das ist das Krönchen und ja, die Saison bisher bei Siegen ist total super geil. Wo ich mich frage, warum, weil die sind 15. einsortiert und sind am 13. Platz, finde ich, ist jetzt nicht so super geil, aber egal. Wir müssen trotzdem versuchen, das Spiel zu gewinnen. 30 Punkte sind wir stärker. Top-Spiele gehen wir das nächste Mal wieder an. Gucken wir uns dann genauer an, jetzt nicht unbedingt. Wir schauen jetzt nur noch kurz, ob wir hier schon mal jemanden vorbereiten können auf das Spiel. 54, 50, 58, der Hölscher, aber ganz ehrlich, ey, Hölscher, oder? Bringen wir den Hölscher nochmal? Er hat im Moment eine gute Form, paar 13 kommt. Man muss ja auch schon mal im Tor wechseln. Ich bin da nicht so jemand, der da so sich festbeißen muss. Und wenn er eine 13er Form hat, dann hat er die halt. Und dann muss er auch mal rankommen. Für Batterido. Frage, ob wir Likisic nochmal nach vorne ziehen. Vielleicht sogar auch den Lose. Wobei der Lose hat da, ist dann nicht besser. Okay. Latkowski war der rechts außen, ne? Ja, der war das. Okay. Dann ist die Frage,
mal ein bisschen umstellen. Und zwar habe ich gerade die Idee, ich stelle die mal so auf und ihr könnt ja euren Senf dazugeben, dass wir den ihn hier da vorne reinstellen. Oh, das habe ich ja auch richtig gut hingekriegt. Ihn hier da vorne rein und dann dafür mit zwei DMs, einem ZM und der andere DM ist dann unser Lauretta. Ich glaube, so sind wir im Moment echt in allerbester Besetzung. Ja, geht nicht, außer man würde noch irgendwie Julian Lohse auf die rechte Seite packen für, keine Ahnung, Strickmann, aber das macht dann keinen Sinn, da haben wir niemanden da in der Mitte hängen. Also ich glaube, so haben wir echt hier unsere perfekte Startelf. Abgesehen davon, dass der Hüsing mit einer Form von 5 dann nichts zu suchen hat, auch nicht auf der Bank. Wir nehmen den Hötting mit. Okay, Leute. Das hier könnte nochmal ein Spiel werden, wo wir gewinnen. Und da freue ich mich drauf, wenn wir gewinnen. Also, ne, würde ich mich freuen, sagen wir so. Wollte kurz noch gucken, wie sieht's hier mit dem Stadion aus. Nee, das war wieder falsch. Infrastruktur war das. Wollte gucken, bei der Statistik, das war, glaube ich, echt hier. Machen wir nur 200 Euro Gewinn? Also irgendwas da hier faul, ey. Warum haben wir denn da nur 200 Euro Gewinn? Ist doch vollkommen wahllos. Warum? Warum ist das so? Hätten wir dafür vielleicht doch mal noch den Preis erhöhen sollen? Also keine Ahnung. Irgendwie ist das für mich ein böhmisch Dorf, ey. Sehr wenig besucht. Das nächste Mal, okay. Puh. Haben wir da mal 100 Dinger hier? Machen wir mal. Gucken wir mal. Ach, also das ist noch schwierig für mich auf jeden Fall. Wenn ihr da Tipps habt, was irgendwie der beste Eintrittspreis oder so irgendwie ist, Kartenverkauf, bisher habe ich hier 3 Euro für die Stehplätze und 12 Euro für Sitzplätze. Vielleicht machen wir die auch mal runter auf 10. Ich habe keine Ahnung, Leute. Sagt was. Automatischer Top-Zuschlag. Machen wir mal an. Vielleicht aber nicht gegen die 5 Besten, sondern gegen die 4 Besten. Dann haben wir hier... Oh, schaut mal, da gehen aber auch direkt hier, ne? Guckt mal hier bei Essen. Top-Spiel. Wenn wir das da... an- und ausmachen. Schaut mal, kommen weniger Leute. Hm. Ich habe aber eigentlich eher vor, dass mehr Leute kommen, oder? Wie seht ihr das? Ich fände es super, wenn da mehr Leute kommen. Rot-Weiß Essen. Hier auf 9 Euro runtergehen. Machen wir doch einfach mal, oder? Wir machen mal 9 Euro Sitzplatz. Ich meine, hallo, wir sind hier auch kein geiler Verein. Muss man mal so sagen. Nehmen wir vielleicht sogar die 8 Euro hier mit. Könnte es wahrscheinlich sogar ausrechnen, ne? Mit Taschenrechner und so. Aber Mathe und Gary, das Böhmischdorf. Scouting abgeschlossen. Ivan Saponjic, wo kommt der denn eigentlich her? Ach, das war der Kollege, den ich gesagt bekommen habe. Aus dem FM-Forum, FM-Zocker-Forum. Der wird als nächstes abgearbeitet. Er wird auch nichts für uns sein, weil er viel zu stark ist, glaube ich. Aber gucken wir uns mal an, den Mann. Müsst ihr mal sagen, ob das so Sinn macht, ob wir auch so starke Spieler scouten sollen oder ob wir echt nur in unserem Bereich gucken. Ich habe ja jetzt ein bisschen was auf dem Blickfeld und gesegelt habe ich auch ein bisschen was, von daher sage ich mal, machen wir aus jetzt. Ende Gelände. Bis dann, Jungs. Macht's gut.